Herzlich willkommen zu einem neuen Stadtgespräch Böblingen. Wir sind wieder zu Gast hier in der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen. Und heute begrüße ich eine Frau, die gerne in die Luft geht. Herzlich willkommen, Katrin Senne. Dankeschön. Guten Tag. Sie sind wirklich eine Frau, die geht in die Luft, aber das hat nichts mit Ihrem Blutdruck zu tun oder dass Sie so reizbar wären, sondern... Nee, der ist extrem niedrig, mein Blutdruck immer. Nein, ich bin leidenschaftliche Segelfliegerin. Leidenschaft ist das eine, Sie sind aber auch extrem erfolgreich. Sie sind, wenn ich das so, alles kann ich gar nicht aufzählen, aber mal so anreißen darf, zweimal Weltmeisterin gewesen, Vize-Europameisterin, x-fache deutsche Meisterin. Sie halten Weltrekorde. Stimmt, ja. In einem nicht alltäglichen Sport. Ja, da haben Sie recht. Der ist nicht ganz alltäglich, dieser Sport. Aber er ist immens abenteuerlustig. Also für Abenteurer ist er extrem gut geeignet. Und es ist einfach ein super Naturerlebnis, diesen Segelflugsport zu betreiben. Sie betreiben ihn in Sindelfingen oder beim Flugsportverein Sindelfingen, der ja sein Gelände in Deckenfronn hat. Richtig, genau. Seit 1973 sind die Segelflieger oder die Flugsportgruppe Sindelfingen in Deckenfronn zu Hause ansässig. Da gibt es auch einen Flugplatz, da kann man auch hingehen. Ja, Gäste sind immer recht herzlich willkommen. Wie gesagt, liegt auf der Umgehungsstraße von Deckenfronn Richtung Herrenberg gelegen. Ungefähr einen Kilometer außerhalb der Ortschaft. Deckenfronn-Egelsee heißt der Flugplatz. Wunderbar, dann haben wir das schon mal geklärt als Tipp für die Zuschauer. Aber jetzt müssen wir natürlich ein bisschen mehr über Sie reden. Wie sind Sie zum Segelflugsport gekommen? Also ich habe es, wie man so schön sagt, eigentlich in die Wiege gelegt bekommen. Mein Vater Klaus Keim, der ist ein gebürtiger Sindelfinger und hatte hier auf dem Flugfeld als 14-jähriger Junge das Segelfliegen angefangen, diesen Sport angefangen. Damals waren ja die Sindelfinger und die Böblinger Flieger auf der Hulp hier auf dem Flugfeld beheimatet. Und es hat ihn nie wieder losgelassen. Also der hat dann auch ziemlich früh angefangen, sich selber ein Flugzeug zusammenzubauen. Und meine ganze Kindheit waren wir halt auf der ganzen Welt auf irgendwelchen Flugplätzen unterwegs. Oder unsere Urlaube, unsere Familienurlaube haben auf irgendwelchen Meisterschaften in ganz Europa stattgefunden. Und wo ich dann so 13, 14 Jahre alt war, hat mein Vater mich natürlich immer mit rausgenommen, bei uns auf dem Flugplatz. Damals waren wir dann schon in Deckenfront draußen und war eine ziemlich coole Jugendtruppe zu der Zeit im Verein tätig. Und ich habe dann gesagt, ich will hier bleiben, habe mein Zelt eingepackt und bin da dann gleich im Fluglager auf dem Flugplatz geblieben und bin dann so eigentlich hängen geblieben. Man kann das sehr jung schon machen, also man kann schon sehr jung selbst fliegen, oder? In Deutschland... kann man mit 14 Jahren anfangen, Segel zu fliegen. Man darf dann mit Fluglehrer Schulung anfangen und kann auch dann die ersten Alleinflüge mit Flugauftrag vom Fluglehrer alleine im Segelflugzeug absolvieren. In anderen Ländern, in Italien, ist es erst mit 16 möglich, aber in Deutschland nach wie vor mit 14. Ja. Weil Sie gesagt haben, hier war so ein Mekka der Flieger, hier gab es große Flugtage. Und was viele Zuschauer vielleicht nicht wissen, Sie müssten sich es mal anschauen. Wir sind hier in den Hallen des alten Landesflughafens Stuttgart, der in den 20er Jahren hier seinen Standort hatte. Aber zurück zu der Geschichte. Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Alleinflug? Wenn niemand mehr dabei ist, keiner mehr hilft und plötzlich ist man dann kann ich mich noch also an das Herz klopfen, wo dann die Seilwinde, man wird ja mit einer Seilwinde bei uns am Platz hochgezogen, ausgeklingt hat. Das kann ich mich noch sehr genau erinnern. Es war schon ein einmaliges Gefühl, so ganz allein mit dem Flugzeug allein gelassen zu werden und das wieder heile an Boden zu bringen. Aber es lief alles problemlos. Ist der Sport gefährlich? Ist der Sport gefährlich? Ist Motorradfahren gefährlich? Ja, sicherlich. Es birgt eine gewisse Gefahr dabei, wenn man sich nicht seiner Sache bewusst ist, was man tut. Aber bei uns im Flugsportverein wir genießen eine sehr gute Ausbildung. Wir haben 9 ehrenamtliche Fluglehrer, die wissen, was sie den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen vermitteln. Und man wird nicht alleine gelassen, wenn man die Maschine oder die Materie nicht beherrscht. So ungefähr 60 Schulstarts absolviert man mit dem Fluglehrer, bevor der einen dann alleine in die Luft lässt. Jetzt ist der Start offensichtlich ja nicht ganz so dramatisch, wenn man an der Winde hochgezogen wird. Aber die Landung,
Also von da oben sieht ja jede Wiese ziemlich klein aus, oder? Wie orientieren Sie sich da? In der Luft oben, wie man sich orientieren. Also wir haben heutzutage auch wie jedes Auto ein GPS an Bord oder mittlerweile laufen auch ziemlich gute Apps auf jedem iPhone, auf jedem Mobiltelefon, sodass wir dann GPS-Navigation betreiben, auch dort oben. Und haben auch Moving Maps an Bord, digital mittlerweile. Früher war das anders. Früher hat man sich wirklich nur an Bodenmerkmalen orientiert. Ja, das meine ich ja. Ist das jetzt heute so, dass sagt, an der nächsten Wolke bitte links und dann Sie haben Ihren Flugplatz erreicht? Oder wie stelle ich mir das vor? Einen guten Segelflieger oder eine gute Segelfliegerin machen immer noch mehrere Faktoren aus, wo man dann sagen kann, das ist ein super oder herausragender Pilot. Zum einen, natürlich spielt Navigation eine Rolle, aber da hat man mittlerweile Hilfsmöglichkeiten. Das ist nicht so ein großer Aspekt mehr. Dann ist es Einschätzung des Wetters, Meteorologie, also Wetterbeobachtung und Erfahrungen, je nachdem, was für Wolken man hat oder wo Thermik sein könnte. Und zum anderen natürlich auch noch das Gefühl für die Technik, das Gefühl fürs Fliegen, das Gefühl für die Luftmasse. Was macht die Luft um einen rum? Wo geht's hoch, wo geht's runter? Viel Gefühl, viel Abenteuerlust. Vielen Dank bis hierher, Katrin Senne, meine Damen und Herren. Nach einer ganz kleinen Pause erfahren Sie noch viel mehr. Regio TV. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böbling, heute mit Katrin Senne, eine äußerst erfolgreiche Segelfliegerin vom Flugsportverein Sindelfing. Wie wird man so erfolgreich wie Sie? Steigert man sich natürlich wahrscheinlich von deutscher Meisterschaft zur Europameisterschaft zur Weltmeisterschaft. Aber was muss man mitbringen, dass man überhaupt auf diesen Zug aufspringt? Ja, das ist eine gute Frage, was man mitbringen muss. Spaß am Fliegen. Spaß an der Materie, sage ich, sich nur mit Hilfe der Sonnenenergie hunderte Kilometer weit fortbewegen zu können, das Erkunden neuer Gebiete, sage ich mal. Spaß am direkten Wettbewerb, also wenn man sich vergleichen will, dann begibt man sich ja direkt in Konkurrenzsituationen mit anderen Piloten. Man muss eine gewisse Zeit mitbringen. So ein Wettbewerb oder Weltmeisterschaften sind immer 2 Wochen lang. Also braucht man dann 2 bis 3 Wochen Urlaub für so eine Meisterschaft, weil nicht jeden Tag kann geflogen werden aufgrund des Wetters. Und natürlich ist es auch im Wettbewerb dann an manchen Tagen schon stressbehaftet, wenn das Wetter nicht so gut ist und man permanent eigentlich eine Außenlandung riskiert. Also muss man schon auch ein bisschen stressresistent sein. Aber ich denke, das ganz Große ist, Abenteuerlust muss man mitbringen. Ja. Wie muss man sich so einen Wettbewerb vorstellen? Geht es darum, jetzt möglichst weit zu fliegen? Geht es darum, möglichst lang zu fliegen? Schnell zu fliegen? Wie sind da die Kriterien? Also ich betreibe ja Streckensegelflug. Weil manche denken vielleicht, es gibt ja auch Kunstflug, Segelflug, Kunstflug gibt es ja. Und ich betreibe Streckensegelflug und da begibt man sich dann in den Wettbewerb, wo morgens ein Wetterbriefing stattfindet von der Organisation. Dann wird eine gewisse Strecke ausgeschrieben über ein paar Punkte, die vorher fest definiert sind. Und irgendwann wird das Startfenster freigegeben. Ein Startfenster kann man sich so vorstellen, man hat 1,5 Stunden Zeit oder 1 Stunde Zeit, um sich den bestmöglichen Abflugzeitpunkt selber zu wählen. Und dann ist die Linie offen und fliegt man ab. Und am Abend wird dann gezählt oder bekommt derjenige am meisten Punkte für den Flug, der am schnellsten diesen Flug absolviert hat. Und es wird alles aufgezeichnet auf eine Datei. Die Datei gibt man abends ab und anhand derer wird dann ausgewertet. Was macht man dann den ganzen Tag, wenn man im Flugzeug sitzt? An was denkt man da oder ist man so konzentriert aufs Fliegen? Ja, eigentlich, ich sage immer, wenn ich abgehoben habe und wenn ich dann auf Strecke bin oder gerade im Wettbewerb, da hat man nur noch, kann man komplett abschalten von allem anderen und hat eigentlich nur noch den Flugweg vor sich und die Konkurrenz, wo ist die Konkurrenz und wo muss ich als nächstes hinfliegen, um möglichst guten Aufwind zu finden. Also ich kann da eigentlich total abschalten. Da ist alles unten, was unten auf dem Boden ist, weit weg. Heißt jetzt aber im Umkehrschluss nicht jeder, der anfängt, muss später in Wettbewerbe gehen. Man kann es auch einfach als Freizeitsport machen, so wie eben beim Flugsportverein. Richtig. Wir haben also die große Masse bei uns der Mitglieder im Flugsportverein, die betreiben es nur, was heißt nur, die betreiben es am Spaß, an der Freude. Und
Am Wochenende, Samstag, Sonntags, wird ja bei uns meistens nur geflogen, auf dem Flugplatz in Deggenfroden den Schwarzwald zu befliegen oder dann auf die Schwäbische Alb rüber zu fliegen und einen schönen Spaßflug zu haben. Und wenn man das kennenlernen will, kann man auch mal einfach hinkommen und dann mitfliegen. Bei uns sind Gäste jederzeit herzlich willkommen. Wir führen jedes Wochenende an einem schönen Wochenende, wo das Wetter schön ist, Gastflüge durch. Da kann man dann mit einem Fluglehrer in einem doppelsitzigen Segelflugzeug 20 Minuten fliegen und zahlt dafür dann 20 Euro. Das klingt ja günstig, aber das wäre auch noch meine nächste Frage gewesen. Ist das jetzt nur für gut Betuchte, weil so eine Maschine kostet ja wahrscheinlich ein bisschen Geld? Unser Flugsportverein Sindelfing hat einen sehr guten Flugzeugpark beisammen. Wie gesagt, hatte ich vorher schon gesagt, wir haben 9 ehrenamtliche Fluglehrer, die als Ehrenamt Flugschüler ausbilden. Wir haben 9 Segelflugzeuge, die dem Verein gehören, eine Motormaschine, eine viersitzige und nochmal einen Motorsegler. Also da ist der Flugsportverein wirklich sehr gut aufgestellt und so ein Flugzeug dann auch später mal in den Urlaub mitzunehmen, auszuleihen, kostet wirklich nicht die Welt. Liegt zwischen 20 und 60 Euro am Tag. Und nochmal auf die Frage zurückzukommen, was so ein Flugschein kostet. Also wir bieten an für Jugendliche, die das mal ausprobieren wollen, aber nicht ganz wissen, ob sie vielleicht wirklich festes Mitglied sein sollen, bieten wir für 299 Euro praktisch Flatrate-Fliegen bis zum ersten Alleinflug an, wo alle Kosten mit dabei sind. Und wir sagen immer, bis man dann wirklich einen Schein in Händen hält, da gehören auch Theorie und eine theoretische und eine praktische Prüfung dazu, schätze ich, so 1.000 bis 1.400 Euro kostet das Ganze, um einen Flugschein dann wirklich in Händen halten zu können. Und dann kann ich halt eine Maschine vom Verein weiter nutzen und kann mich dann entscheiden irgendwann, ob ich ganz einsteige und selber was kaufe oder eben nicht. Ja. Wunderbar, vielen Dank, Katrin Senne. Sie haben uns schön mitgenommen in eine Welt, die den meisten von uns, glaube ich, so verborgen blieb bisher. Und Sie, meine Damen und Herren, können das ja wirklich mal ausprobieren. Gehen Sie einfach jetzt im Sommer vorbei in Deggenfroden. Wenn das Wetter gut ist, schauen Sie hin. Es ist nicht so weit. Sie sind dort herzlich willkommen. Und Sie checken Sie einfach mal, ob vielleicht Segelfliegen was für Sie wäre. Wenigstens vielleicht ein Abenteuer am Wochenende. Schönen Dank. Bleiben Sie noch gewogen und vor allem gesund.